Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Erdzeichen, Steinbock, Stier, Jungfrau, hier zur zweiten Monatshälfte Oktober von 15. bis zum 31.10. möchte ich jetzt hier gern mit dir in die Energien schauen. Eine kraftvolle Energie, die sich schon jetzt im Vorfeld aufbaut. Und es gibt ein besonderes Datum hier, den 15.10., denn genau vor 2 Jahren, am 15.10., habe ich mit den Videos für die Wochenenergie begonnen. Damals noch ohne diese tollen Hintergründe, damals noch ja teilweise mit dem Kater im Bild. Und zu diesem wundervollen 2-jährigen Geburtstag hier zur Wochenenergie gibt es auch ein Special. Also ich möchte dir da etwas zurückschenken, sozusagen auch als Dankeschön für die vielen Zuschauer, für die vielen Zuschriften, für all diese Freude, die mich auch von euch erreicht. Und zwar gibt es bis zum 20.10. einen Gutscheincode bei jeder Buchung, wo du 15 Euro auf dein persönliches Reading sparen kannst, einsparen kannst, was ich dir hier sozusagen schenke. Alle Infos dazu findest du unten in der Infobox und ich möchte jetzt gern hier mit dir, liebes Erdzeichen, mal schauen, wie sich für dich die Energien zeigen, welche Themen sich zeigen und ja, wie du diese Kraft, die in diesen 2 Wochen steckt, und da ist einiges an Kraft, die sich hier entfesseln möchte, wie du das für dich nutzen kannst. Nee, eine Karte hätte ich gerne hier aus diesem wundervollen Lemuria-Orakeldeck, um mal eine Energie zu erspüren, die dich in diesen 2 Wochen begleiten möchte. So. Gracious Receptivity. Ich habe so das Gefühl, liebes Erdzeichen, hier geht es darum, dich für die Energien zu öffnen und empfänglich zu sein, die da zu dir fließen möchten. Ganz viel Licht. Ich sehe hier wundervolle kleine Kolibris, kommt mir jetzt hier in Sinn. Schmetterlinge, also ganz viel Energie, die sich transformieren möchte, die du für dich in deinem System aufnehmen kannst, transformieren kannst, verwandeln kannst. Was ich spannend finde, ist hier, dass quasi das dritte Augechakra hier auf dem Kehlchakra so deutlich ist. Und vielleicht geht es für dich sogar darum, noch kraftvoller auch deinen Ausdruck zu stärken oder dich zum Ausdruck zu bringen oder die Energie, die da zu dir fließt, zum Ausdruck zu bringen. Rezeptiv heißt annehmend, aufnehmend und ja, dich für das zu öffnen, was sich da zeigen möchte. Und ich glaube, die Karte hatte ich schon mal in, das ist aber schon länger her, in einem Reading hier für euch, liebe Erdzeichen. Und ich glaube, dass einige sich gerade an einem Tiefpunkt wehnen und das Gefühl haben, dass da nichts weitergeht oder dass da jetzt etwas zu Ende ist, man hier sozusagen vor einer Wand steht. Und wenn du aber die Energien, die da fließen, offen zu dir nimmst, sie aufnimmst in dir, dann kannst du spüren, dass
diese vermeintliche Wand, die hier ist, nicht das Ende ist. Wenn du dich nämlich umschaust, siehst du, dass hier der Weg weitergeht und dass der Weg sozusagen weiter nach vorne geht. Vielleicht auch weiter zu dir. Das kann auch sein, dass du vielleicht im Außen an einem Tiefpunkt angelangst, der dich aber dazu einlädt, tiefer bei dir anzukommen. Lass uns mal schauen, was die dritte Karte hier sagt. Auf jeden Fall geht es darum, liebes Erdzeichen, offen und empfänglich für die Energien zu sein, auch wenn es vielleicht gerade den Anschein hat, dass da nichts mehr geht. So, Bright Heart Light, Open Connections. Ja, das helle Herzlicht, was ich hier in offenen Verbindungen zeigen möchte. Und ich habe so das Gefühl, dass die beiden Karten eine ähnliche Energie sind, dass du zum einen für dich Energie und Licht, was dir entgegenstrahlt, für dich annehmen und aufnehmen darfst und ebenso auch das Licht in dir nach außen strahlen darfst. Also, dass du diese Verbindungen öffnest, dass du vielleicht dein Herz, deine Seele noch weiter öffnest, vielleicht deinem Ego mal sagst oder deinem Verstand, der sich hier vor einer Wand wähnt oder an einem Tiefpunkt, einfach mal sagst du, es ist alles okay, wie es ist. Lass uns mal hier stehen, lass uns mal unser Herz öffnen und lass uns mal fühlen, welche Energien da fließen, was da fließen möchte, wo du vielleicht dein Licht strahlen lassen kannst und wo du vielleicht sogar auch das Licht anderer in dich aufnehmen kannst. Wir schauen mal mit dem Tarot, wenn es sich hier bewegen lässt, wohin das Ganze geht. Spannend finde ich gerade die Welt an der Unterseite. Also, und das passt schön auch hier zu diesem Tiefpunkt. Wenn du das Gefühl hast, dass da gerade etwas Altes zu Ende geht, ui, dann bleib offen und krabbel unter den Tisch. Nein, bleib offen und erlaub dir mal wahrzunehmen, wie die Energien fließen. Erlaub dir auch mal wahrzunehmen, was unterschiedliche Aspekte in dir da sagen. So, jetzt aber hier mal ohne viel darum zu werfen, bitte eine Botschaft hier für meine Erdzeichen für die Zeit vom 15. bis zum 31.10. Dann komm raus. Dann komm du auch raus. Ei, die Dei. Wie sich eben hier dieses annehmende Element zeigt. Vielleicht geht es auch darum, mal in dir anzunehmen und zu akzeptieren, dass eine gewisse Form deines Lebens jetzt einen Tiefpunkt erreicht hat. Tiefer geht es dann auch nicht mehr. Und dass dadurch sich die Möglichkeit entfaltet, wieder neue Wege zu gehen. Der König der Kelche, hier geht es um deine Energie, hier geht es um deine Empfindsamkeit und ich nehme das hier auch gerade so wahr, dass du deine Gefühle bisher nicht wahrhaftig auf den Tisch gelegt hast. Ist ziemlich spannend. Und die Königin der Kelche, wow! Also das kann jetzt hier
sein, dass du männliche, weibliche Energien in dir verbindest. Es kann aber auch sein, dass du hier mit dir oder mit einer anderen Person in eine sehr empfindsame, feinfühlige Zeit eintauchst, dass du dich dafür öffnen darfst, Energien aufzunehmen, tiefer zu spüren und dass du dich möglicherweise hier wie an einem Tiefpunkt fühlst, so als ob hier nichts mehr zu retten wäre und dass es jetzt an der Zeit ist, dein Herz zu öffnen für offene, neue Verbindungen. Ist ziemlich spannend. Die acht Münzen, und vielleicht hast du hier mit einer anderen Person schon lange daran gearbeitet, dein Herz nochmal zu öffnen oder auf einer tieferen Ebene empfänglicher zu sein. Und vielleicht hat sich das Ganze bis hierher hochgeschaukelt und du hast so das Gefühl, eher ist es schlimmer geworden anstatt besser, und doch kommt jetzt dieser Moment, wo du diesen Tiefpunkt überschreiten darfst, wo du diese 10 Stäbe, die du hier mit dir rumträgst, loslassen darfst. Ich möchte gern erst noch, ich habe gerade schon einen ganz starken Impuls, ich möchte gern gerade noch, ja, die 2 nächsten Karten, der Turm und die 3 Münzen. Und vielleicht, liebes Erdzeichen, hast du bisher alle Lasten auf dich genommen. Sei das jetzt als weiblicher Part, sei das jetzt als männlicher Part. Du hast so viel gearbeitet an dir, versucht am anderen, mit dem anderen zu arbeiten, hast hier ohne Ende Lasten getragen, die dich erdrücken, die dich vielleicht gerade auch diesen Tiefpunkt fühlen lassen. Vielleicht fühlst du dich gerade total erschöpft. Und in dem Moment schlägst du sozusagen da auf diesem Tiefpunkt auf mit dem Turm, wo du erkennst oder ein Teil in dir erstmal erkennt, wow, ich habe so viel getragen, was gar nicht meins ist. So, und jetzt gilt es, dich da für die Energien zu öffnen, da in dir nachzuspüren, da offen zu sein für die Energie deiner Seele, für die Impulse, die sozusagen da an diesem Tiefpunkt zu dir fließen. Aber bitte beobachte, nicht bewerten. Bitte erstmal nur beobachten. Auch wenn ich dir jetzt hier sage, du hast so viel getragen und du vielleicht sagst, ja, ich habe dieses und ich habe jenes und ich bin total erschöpft. Das ist okay, bitte nicht bewerten. Auch diesen Turm, der hier reinhaut, sozusagen, bitte nicht bewerten. Denn das sind genau die Momente, die Transformationsmomente, die dich an diesem Tiefpunkt erkennen lassen, da gibt es noch einen Weg. Die dich erkennen lassen, du kannst dein Herz hier öffnen und ihr könnt gemeinsam hier etwas Neues aufbauen. Ich bleibe absichtlich neutral. Es kann sich um Beziehung handeln, muss es nicht. Es kann sich um männliche und weibliche Energie in dir handeln. Es kann sich um deine Arbeit handeln, wo du hier viel gemacht hast, viel getragen hast, dir immer noch mehr aufgebürdet hast und plötzlich kracht das alles zusammen. Und doch sagt mir hier diese 3 Münzen, dass du diese Aufgabe jetzt meistern kannst, dass du jetzt hier in einer neuen Form der Zusammenarbeit, entweder, dass die Energien in dir vereint sind oder mit einem Partner oder im Arbeitsbereich, dass du mit Zusammenarbeit hier wertfrei, offen
offen für neue Verbindungen sein kannst, um da etwas ganz Wundervolles zu erschaffen. Und ich halte die ganze Zeit hier den Stapel in der Hand, denn ich möchte dir gerne noch die Unterseite zeigen, denn da zeigen sich die Liebenden. Und die Karte hier ist ein bisschen anders dargestellt und vielleicht gibt es auf der einen oder anderen Seite hier ein Happy End à la Hollywood. Und ja, wir wissen alle, dass diese Hollywood Happy Ends nicht immer der Wahrheit entsprechen, dass das einfach auch ein Stück weit Illusion ist. Und doch kann ich dir hier sagen, wenn du bereit bist, dein Herz zu öffnen für die Energien anderer oder auch für die Ideen anderer, offen zu sein, dann kannst du mit anderen gemeinsam diesen Tiefpunkt durchwandern und den neuen Weg gehen. Dann kannst du, wenn du das alleine für dich klärst, wenn da keine Beziehung ist, mag sich vielleicht dann um Arbeit handeln, dann kannst du hier etwas verändern, was dich wirklich zu deiner Erfüllung bringt, sodass du spürst, dass dadurch, dass du dein Herz öffnest für Inspirationen, für Ideen, die da zu dir fließen wollen, dass du hier ganz neue Möglichkeiten hast. Ich möchte jetzt gern in der Fortsetzung noch eine Ebene tiefer schauen, gerade auch mal hier so, ob sich das jetzt um Partnerschaft handelt und was du hier loslassen darfst und wie du die Energien da an ihrem tiefsten Punkt transformieren und verwandeln kannst. Den Link zur Fortsetzung findest du unten in der Infobox. Ich freue mich, dir da gleich wieder zu begegnen. Ja, und alle anderen Erdzeichen. Ich wünsche euch eine wundervolle zweite Oktoberhälfte, die energetisch sehr, sehr kraftvoll sein wird, um dein Herzenslicht noch kraftvoller strahlen zu lassen. Alles, alles Liebe zu dir.